Hallo, liebe Freunde des Vitalstoff-Blogs. Dahinter steckt immer ein kluger Kopf, so heißt es in der Werbung für eine Sonntagszeitung, die ich hier gerade mal gelesen habe, hochgehalten habe und die einen Beitrag über Vitamin D gebracht hat. Sonne statt Stoff steht dort und das ist sicherlich auch richtig. Die Sonne ist ein unglaublicher und wahrscheinlich der wichtigste, nein, es ist der wichtigste Quell unseres Lebens, darüber besteht gar kein Zweifel. Und trotzdem ist der Tenor dieses Artikels so, dass er mich veranlasst hat, mich spontan hinzusetzen und dieses Live-Video mit euch zu machen und für euch zu machen, weil dieser Artikel einfach tatsächlich das genaue Gegenteil ist von dem, was diese Zeitung ansonsten von sich beansprucht. Also es ist überhaupt nicht das Produkt eines klugen Kopfes. Leider ist der Artikel total oberflächlich und auch schädlich, weil er ein völlig falsches Bild transportiert. Und dieses Bild möchte ich so nicht stehen lassen. Vitamin D ist der Gegenstand dieses Artikels. Und nur mal, damit ihr den Eindruck bekommt von dem Artikel, wie tendenziös und wie daneben er tatsächlich ist. Also da wird davon gesprochen, dass es eine Industrie gäbe, die ein Interesse daran habe, Vitamin D zu machen. Die Kosten für Tests beliefen sich auf 73 Millionen Euro, die die Krankenkassen zu tragen hätten. Und allein 1,1 Milliarden Euro würden für Nahrungsergänzungsmittel ausgegeben und Vitamin D sei ein erheblicher Teil davon. Und das würde ja schon bezeigen und bezeugen, dass es hier um einen in erster Linie um Geschäftemacherei gehe. Nur mal dazu eine weitere Zahl, die nicht erwähnt ist. Tatsächlich beträgt der Umsatz für Arzneimittel allein in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland 35 Milliarden Euro. Das mal nur so als kleine Relativierung. Das heißt, die Interpretation derer, die dazu raten, einen gesunden Vitamin D-Spiegel zu beachten, um überhaupt Krankheit zu vermeiden und die Folgen von schweren Erkrankungen zu vermeiden, die läuft ganz sicherlich dann konträr zu einem Großteil dieses letztgenannten Umsatzes von 35 Milliarden, denn das sind oftmals Umsätze, die mit schweren Erkrankungen zusammenhängen und die werden ganz sicherlich nicht durch Vitamin D hervorgerufen. Der Artikel er geht dann weiter und führt an, dass es eine ganz dünne Studienlage gäbe und er meint, dass er zwei Studien gefunden habe, die sich auf positive Wirkungen von Vitamin D bezögen und die seien aus Afghanistan und aus der Mongolei. Also quasi nach dem Motto, die ganze moderne Welt kümmert sich überhaupt nicht um dieses Thema, hält davon gar nichts, nur dort drüben in Sibirien und weiter hinten werden solche wissenschaftlichen Untersuchungen versucht zu frisieren. Das ist mehr oder weniger der Tenor. Ein weiterer Aspekt darin befasste sich mit dem Bundesamt für Risikobewertung. Es wurde eine Expertin, Anführungszeichen Expertin vom BfR zitiert, die am Rande der Grünen Woche, also der Ernährungsmesse Grüne Woche, dafür plädiert habe, dass es gesetzliche Höchstmengen für Vitamin D geben müsse und zwar aus Sicherheitsgründen für die Verbraucher. Letztendlich dann schließt der Artikel mit dem Satz, die Menschen brauchen kein Vitamin D. Es wird noch ein Allgemeinmediziner und ein Universitätsprofessor da zitiert, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob die nicht aus dem Zusammenhang zitiert worden sind. Aber jedenfalls ist der letzte Satz dann so, die Menschen brauchen kein Vitamin D. Sie kommen, Zitat, sie kommen mit dem im Fett und in den Muskel gespeicherten Vitamin D locker über den Winter über die Runden. So, an dem Punkt endet der Artikel und da endete dann auch meine Geduld. Also von der Halbwertszeit, von der sehr kurzen Halbwertszeit von Vitamin D ist in dem Zusammenhang überhaupt nicht die Rede. Das heißt, wenn eine Versorgung über das Jahr ausreichen soll, um den Vitamin D-Spiegel zu halten, dann muss man zumindest berücksichtigen, dass der Vitamin D dass die Struktur von Vitamin D nur über sehr kurze Zeit überhaupt bestehen bleibt.
Und nur wenn sie gelöst wird aus zum Beispiel aus Fettgewebe, ja, wenn man Fettgewebe hätte, wer hat heute Fettgewebe? Möglicherweise hat eine bestimmte Bevölkerungsgruppe Fettgewebe. Im Kern geht der Trend doch eher dahin, dass schlank und skinny das Schönheitsideal ist. Dort ist garantiert kein Fettgewebe, was Vitamin D speichern könnte, wenn Vitamin D überhaupt gebildet würde, weil es dazu Sonnenlichts bedarf und nicht nur Sonnenlichts, sondern auch sonnenschutzfreien Lichts, denn die Benutzung von Sonnenschutzmittel verhindert die Bildung von Vitamin D. Und da sind wir dann wiederum beim Punkt. Mehr als 40 Jahre wird die Notwendigkeit zum Schutz vor Hautkrebs Sonnenschutzmittel zu benutzen propagiert. Und auch das dürfte ein Grund sein, weshalb es um den Stand mit Vitamin D in Deutschland nicht zum Besten steht. Ich möchte aber noch ein bisschen Input hier geben und darauf hinweisen, dass Professor Michael F. Hollick, ja, Michael F. Hollick, kommt in diesem Artikel aus dieser Zeitung überhaupt nicht vor. Michael F. Hollick ist der Doyen der Wissenschaft der Vitamin D-Forschung. Er ist Professor in Boston an der Boston University. Er ist Berater der amerikanischen Raumfahrtbehörde, weil die natürlich erheblich um die Bedeutung von Vitamin D weiß, weil jeder, der sich im Weltall bewegt, überhaupt kein Sonnenlicht mehr bekommt und Vitamin D benötigt hat. Michael Hollick berät die NASA und er ist im Übrigen ein ganz, ganz ausgewiesener Experte. Er hat mehr als 400 Artikel zum Thema Vitamin D selber publiziert und viele Forschungsarbeiten mitbegleitet und rezipiert. Er ist Chefredakteur eines bekannten und wichtigen medizinischen Fachjournals. Ich möchte mal aus einem Interview mit Michael Hollick hier ein bisschen zitieren. In diesem Interview mit dem Vitamin D-Net von Dr. Schweikart sagt Hollick, er glaube, dass wir gerade mal an der Spitze des Eisberges kratzen. Das heißt, dass das Wissen überhaupt noch nicht wirklich annähernd dort ist, um die Bedeutung von Vitamin D, wo sie hingehört. Es gibt reichlich Beweise, so führt Hollick wörtlich vor, dass Vitamin D Wirkungen weit über den Kalziumhaushalt und das Skelett hinaus hat. Es gibt gute Hinweise, dass die Verbesserung des Vitamin D-Status oder mehr Sonnenexposition das Risiko für Multiple Sklerose, Typ-1-Diabetes, Bluthochdruck, Herzkrankheiten, Typ-2-Diabetes, Alzheimer, Depression, tödliche Krebserkrankungen sowie Infektionskrankheiten reduziert, um nur mal einige zu nennen. Er berichtet dann von einer Studie, die bei 2000 internationalen Einheiten Vitamin D für Gesunde gezeigt hat, dass die Immunfunktion von dieser Menschen signifikant gesteigert wurde. Das heißt also, die Bedeutung von Vitamin D für die Immunfunktion bei 2000 internationalen Einheiten pro Tag ist wissenschaftlich belegt und davon fand sich natürlich in diesem Artikel überhaupt kein Wort. Weiter heißt es in diesem Interview, unabhängig davon, dass Vitamin D in der Niere verstoffwechselt wird, um die Knochengesundheit zu erhalten und auch unabhängig von der zellulären Umwandlung von Vitamin D in verschiedenen Organen und Zellen, einschließlich des Gehirns, wodurch das Risiko von neurokognitiven Dysfunktionen wie Depression oder Alzheimer reduziert wird. Auch unabhängig von der Modulation der Immunfunktion und der Reduktion des Risikos von Infektionen und unabhängig von der Aufrechterhaltung des normalen Zellwachstums und der Reduktion des Krebsrisikos ist Vitamin D unheimlich wichtig, so Hollick. Er bekommt dann noch eine Frage, die ich auch hier nochmal direkt zitieren möchte. Es geht um die unterschiedliche Form von Vitamin D im Blut. Es gibt also freies Vitamin D und es gibt das Vitamin D, was gebunden ist. Das ist übrigens auch ein Punkt, der in diesem Artikel überhaupt nicht zu Worte kam. Das heißt, Vitamin D als solches ist an
wichtige Faktoren gebunden und insbesondere auch an das Vorhandensein von Vitamin K, Vitamin K2, weil dadurch ein Protein überhaupt erst gebildet werden kann, was dann dazu führt, dass das Vitamin D im Blut gebunden ist und zum Beispiel auch in die Niere aufgenommen werden kann. Vitamin K ist also ein ganz, ganz wichtiger Kofaktor und sollte bei einer Vitamin D-Betrachtung niemals außen vor bleiben, Vitamin K2. So, hier geht es dann in der Frage, wo dieser freie Vitamin D-Spiegel zum Beispiel signifikant ist, wird während der Stillzeit deutlich, dann nur das unmetabolisierte Vitamin D, nicht aber die späteren Formen des Gebundenen in die Muttermilch übergehen können, ist die Frage. Und Hollig antwortet, ja, nur das Vitamin D, das nicht an DBP gebunden ist, geht leicht auch ins Blut, über das Blut in die Milch über. Und nur wenn die Frauen tägliche Dosen von etwa 4.000 bis 6.000 internationalen Einheiten pro Tag nehmen, genug Vitamin D in der Milch, um den Bedarf des Säuglings zu erfüllen. 4.000 bis 6.000 internationale Einheiten tägliche Zufuhr für Schwangere, um genug Vitamin D aus der Muttermilch in das Blut des Säuglings gelangen zu lassen. Das ist etwas, was Professor Michael F. Hollig sagt, der Doyen der Vitamin D-Forschung. Weiter geht es dann, dass es lange Zeit ein Rätsel gewesen sei, warum Studien an der Muttermilch in den Industrieländern Vitamin D-Spiegel zeigten, die weit unter dem Bedarf der Kinder lag, als hätte die Natur das wichtigste Vitamin D vergessen. So die Frage dann oder das Statement des Interviewpartners. Und Hollig antwortet genau. Aber wenn man das jetzt betrachtet, macht es durchaus Sinn. Unsere Jäger-Sammler-Vorfahren haben tausende von internationalen Einheiten Vitamin D pro Tag durch die permanente Sonnenexposition produziert. Und als Folge haben wir uns als Art daran angepasst. Tausende von internationalen Einheiten pro Tag als Bedarf. Wir haben es einfach nicht begriffen, dass diese tatsächlichen Mengen an Vitamin D sind, die wir wirklich brauchen. Über Jahrzehnte wurde Ärzten beigebracht, dass Vitamin D hochtoxisch ist und selbst heute empfehlen einige Fachkräfte des Gesundheitswesens den Müttern 400 internationale Einheiten pro Tag. Das sind nur 10% dessen, was sie wirklich brauchen, sagt Professor Michael F. Hollig, und das möchte ich in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt lassen. Zum Schluss nochmal ein Satz von ihm zum optimalen Vitamin D-Spiegel und zur Dosierung. Er selbst sagt, ich halte meinen Blutspiegel bei 60 Nanogramm pro Milliliter mit etwa 4000 internationalen Einheiten Vitamin D täglich. Meine Botschaft ist immer gewesen, dass es vermutlich keinen Nachteil hat, den Vitamin D-Spiegel zu erhöhen. Und ich denke, dass alle Erwachsenen pro Tag mindestens 3000 bis 4000 internationale Einheiten mit dem Vitamin D einnehmen sollten. Und wenn sie übergewichtig sind, müssen sie wahrscheinlich 6000 bis 10.000 internationale Einheiten pro Tag nehmen, um den Bedarf an Vitamin D zu decken. So, damit will ich es jetzt hier bewenden lassen, damit das auch tatsächlich dann einigermaßen handelbar bleibt in diesem kleinen Interview. Aber es war mir wichtig, diesen leider sehr, sehr oberflächlichen und schlechten Artikel aus einer Zeitung, einer Sonntagszeitung, die ansonsten große Stücke auf sich hält und die leider, oder die nicht leider, die tatsächlich ja auch große Multiplikationsfunktion hat. Das sollte jetzt hier an dieser Stelle einfach mal dagegen gestellt werden. Michael F. Hollig, Doyen der Vitamin D-Forschung, Professor in Boston an der Universität dort. Ich wünsche euch einen sonnigen und gesunden Tag und freue mich auf das nächste Wiedersehen oder die nächste persönliche Begegnung. Bis dahin. Tschüss.